Es ist vorbei. Das Krokodil hat gewonnen. Die Aufzeichnungen fort. Meine Tochter, meine Shadia, er hat uns wirklich alles genommen. Er wird dafür büßen. Und alle, die ihm dienen. Nichts davon bringt mir Shadia zurück. Nein. Aber vielleicht findest du Trost in der Rache. Wie ich auch. Ich hoffe es. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Bruder. Konnte Renut dir schon was erzählen? Nur, dass noch andere Männer bei den Soldaten waren. Große, imposante Krieger. Einer war rothaarig. Banditen? Soldaten? Ich glaube, es waren Gladiatoren aus der Arena in Krokodilopolis. Anscheinend setzt dieses Monster sie für seine Drecksarbeit ein. Ich finde dieses Monster, mein Freund. Er wird sterben. Und geschafft. Und 3000 XP abgesandt. Das ist schon sehr gut. Haben wir hier noch einen? Die Rache des Krokodils haben wir. Was ist das da? Erreicht die Arena. Die Arena? Ah, da. Ah, da kriegen wir was. Ich glaube, das ist, ja, genau, das ist ein Bossfight. Wir sollen das Krokodil in den Arsch treten. Aber können wir ruhig machen. Mach ich aber Schnellreise rüber. Geht. Zergige. Schon wieder eine Quest gekriegt hier oder was? Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir halt die Hauptstory. Das kann nicht schaden. Krokodil in Arsch treten. Beile haben wir, das passt. Ich werde auch ein bisschen mit den Bomben da, mit den Brandbomben arbeiten, weil, keine Ahnung. Die Arena der Gladiatoren. Von hier rekrutiert das Krokodil. Entschuldigung, was kannst du mir über diesen Ort sagen? Siehst du das nicht? Das ist eine Arena für römischen Blutsport. Barbarisch, wenn du mich fragst. Aber es hilft den Verzweifelten, ihre Sorgen vergessen zu machen. Früher war es ein Tempel. Man hätte es dabei belassen sollen. Beridovix. Der treue Diener des Todes. Seine Sense wird die Unwürdigen ernten. Hey, Nep. Was kannst du mir über die Männer sagen, die hier kämpfen? Männer? Das sind keine Männer, das sind Götter. Du hast noch nie so wilde Krieger gesehen. Die könnten dich mit einem Hieb in zwei Teile spalten. Ah. Hat einer davon rotes Haar? Sie sind Götter unter den Göttern. Hast du nie von den Brüdern aus Gallien gehört? Spürst du ihre Blicke denn nicht? Ihre Statuen stehen neben mir. Asterix und Obelix, oder was? Diovicus. Die lebende Verkörperung des Krieges. Seine Fäuste sind tödlicher als alle Waffen. Oh, da kecht mir noch. Herr, wir...
Bist du der Besitzer? Ja, das bin ich. Felix Martialus. Und wer bist du? Noch so ein namenloser Möchtegern, der nach Ruhm sucht? Ich möchte nur in die Arena. Es heißt, du hättest einen sehenswerten Kämpfer. Mit rotem Haar? Ah, du meinst die gallischen Brüder. Ja, das stimmt. Aber ich kürze das gleich ab, Kameltreiber. Du kannst es dir nicht leisten. Jetzt hau ab, bevor du die zahlende Kundschaft verscheuchst. Herr, der Mann trägt ein Magi-Abzeichen. Ein Met was? Ha, ist mir scheißegal. Kannst du kämpfen? Du siehst aus wie ein boshafter, räudiger Hund. Nein, nein. Ich habe schon eine Ägypterin. Eine Jägerin aus Siva, die dreimal mehr wert ist als du. Sie ist oft am Obelisken im Osten, wenn du dir eine Tracht Prügel abholen möchtest. Das ist der einzige Weg in diese Arena. Kämpfe auf der Straße, dann kann ich einen Gladiator reinbringen. Also, die gallischen Brüder hatten mit dem Mord an Shadia zu tun. Aber warum tun sie, was das Krokodil sagt? Ich muss da rein, um mehr zu erfahren. Der Besitzer erwähnte eine Gladiatorin aus Siva bei einem Obelisken im Osten. Vielleicht kenne ich sie ja. Siva ist ein kleines Nest. Ich sehe sie mir mal an. Wow. Da will das Kamel wieder nicht hier. Morias Paraske, was macht da du dann ist ihn? Der brutale Mord an einem griechischen Händler. Wisst, ich wollte die schlachten und dann verkaufen. Der Skorpion ersticht. Das Gift, es brennt. Das Licht. Leute, geben hier eine Straßenplatte, ich merke schon. Oh, da ist die Sivanerin. Moment. Sieht aus wie... Hallo. Bayek? Mein Freund! Mein Bruder! Oh! Scheiße, schön dich zu sehen. Was führt dich denn in das Fayum? Ich hörte, es sei ein guter Ort für den Erfolg. Hm? Doch, nie hätte ich gedacht, dich hier zu treffen, Kenzer. Was soll ich sagen? Ich folgte dem Ruf der Arena. Ist das zu fassen? Ich bin jetzt eine Gladiatorin. Ich glaube, der geht richtig einer weg. Aber komm, lass uns reden. Und trinken. Ich sag es dir, Bayek, mein Traum ist zum Greifen da, wenn man mir nur eine Chance gäbe. Ich weiß, ich könnte Meisterin werden. Ich meine Geld, Luxus, Ruhm. Alles, was eine Frau begehrt. Ha? Deshalb kam ich ins Fayum, um ein neues Leben zu beginnen und das alte zu begraben. Doch ich wurde an den Toren der Arena abgewiesen. Hoho, also hast du es endlich aufgegeben, die Welt auf den rechten Pfad zu führen. Gut, das ist ja auch unmöglich. Felix traut Außenstehenden nicht so schnell. Aber keine Sorge, mit meiner Unterstützung kämpfen wir schon bald Seite an Seite. Erst trinken wir. Und am Morgen gehen wir dann zur Arena und ich stelle dich ordnungsgemäß vor. Oh, es ist schön, dass du hier bist, alter Freund. So, wir sollen da wieder rein. Na gut, dann muss ich hier wieder schwimmen.
Müssen wir dorthin, wo wir hergekommen sind. Ein Anschlipp, eins vor Liebe ruft. Was denkst du dir dabei? Gib den Weg frei! Naja, er kann jetzt Fuß aufgehen, er braucht jetzt nicht wirklich das Kamel. Los! Tja, lass mich rein in die Reine. Ich möchte diesen Mann als meinen Partner. Dann trifft es sich gut, dass der Iberer gestern von den Löwen zerfleischt wurde. Ich habe vielleicht etwas frei. Und wenn Kenza für dich bürgen kann? Hm? Ihr braucht aber einen Namen, wenn ihr als Duo kämpfen wollt. Wie wäre es mit die Sivanischen Krieger? Ich glaube, die Beschützer von Siva wäre treffender. Ist das einprägsam genug für dich? Ah, es gibt Schlimmeres. Kommt rein. Also, wenn wir jetzt ein paar Ärsche eintreten, habe ich so das Gefühl. Hoffentlich nicht die Typen mit dem Rauch, die können überhaupt nicht abhören. Ich brauche niemanden beschützen, du Wappler. Komm, beweg dein Hinterteil da. Oder hier geht's ab. Hier wirst du voraussichtlich sterben. Schauen wir mal. Mach es dramatisch, den Zuschauern zuliebe. Solltest du wieder erwarten überleben, erwarten dich viel Ruhm und Ehre. Und eine neue Chance zu sterben. So ist das kurze, aber glanzvolle Leben eines Gladiators. Also gut, wen haben wir? Ah, da ist Kallistos. Kallistos, ein ehemaliger Soldat des Ptolemäus, der glaubt, er könne mit dem Schwert umgehen. Horus, er war mal mein bester Kämpfer, doch das Alter ruiniert uns alle. Jetzt ist er kaum besser als ein Nachttopf. Er bildet die Anfänger aus. Ist die Rüstung aus Ptolemäus' Armee? Die meisten Kämpfer können sich keine eigene Rüstung leisten. Und wenn, dann hält sie nicht lange. Die Armee vermisst ein paar einzelne Rüstungen nicht und es sieht so schön authentisch aus. Apropos authentisch. In der Arena benutzt du die Waffen, die ich dir gebe. Es gibt keine Ausnahmen. Na, hoffentlich kriege ich Scheide. Das erkennst du ja bereits. Ihre glühende, doch fragwürdige Empfehlung brachte dich her. Bayek, Krokodilopolis begrüßt einen neuen Kempten. Oder einen neuen Sack voll Blut und Scheiße. Ich will ihn kämpfen sehen. Und wer wäre dafür besser geeignet als die, die ihn empfohlen hat? Na, wie wär's? Bereit, das Schwert zu ziehen, alter Magi? Mal sehen, ob du was gelernt hast. Oh Leute, die geht aber richtig ab. So, dann werden wir jetzt dreschen! Nicht schlecht, alter Mann! Gib dir gleich, alter Mann. Junge! Oh, holla, holla, holla. Komm her, du. Das hat sie mir von hinten eine gegeben. Alter, du dachte, ich hätte dich. Und Schauspiel. Aber du lachst ganz ordentlich zu für einen Wüstenhund. Da würde ich hoffen. Nun gut, Kenza. Du hast einen neuen Partner. Wir öffnen bald die Tore. Seid bereit. Da, das wird schwierig werden, aber schauen wir mal. Das ist das Pack, das Felix uns zum Fraß vorwerfen will. Eine kümmerliche Mahlzeit, mein Bruder. Psycho, Alter. Ich werde dir die Nüsse abschneiden und stopf sie dir in den Hals. Das größte Hindernis auf dem Weg zum Ruhm. Die gallischen Brüder. Ich weiß, wer sie sind. Oh, den werden wir auch noch in den Arsch treten.
So. Sprich mit Felix, um den Kampf zu beginnen. Machen wir mal. So, nee, raus wollen wir ja nicht. Ist hier noch was zur Abstaube technisch? Nö, oder? Jo, Felix, was geht? Wir sind soweit. Wirklich? Alle glauben, sie wären bereit, bis sie was aufs Maul kriegen. Ihr kämpft zuerst gegen ein paar Neulinge. Wenn ihr überlebt, werden wir weitersehen. Schauen wir mal. Zwei, die trotz geringer Chancen kämpfen. Die Zuschauer lieben unfaire Kämpfe. Enttäuscht sie bloß nicht. Oder mich. So, dann gehen wir mal. Hier wird nicht gedrückt. Was ist mit dir? Du bist Horus, nicht wahr? Felix sagte, du wärst der Ausbilder hier. Nicht freiwillig. Die gallischen Brüder verletzten mich am Kopf. Sie hätten mich getötet, wäre Felix nicht eingeschritten. Was kannst du mir über sie sagen? Du willst nicht gegen sie kämpfen. Sie sind stark und schnell und sie töten gern. Für sie ist das Spaß, Sport. Ja, wenn wir ihn ins Maul schopfen, dann passt es auch wieder, oder? Wollt ihr unser Blut sehen oder deren Blut? Wir machen das schon. Hauptsache Blut. Hier gibt es keine Unschuldigen. Halt dich bloß nicht zurück, Bruder. Mach ja nicht. Oder sicher auch nicht. Mach ja nicht, kein Problem. Du hast dich hier schon sehr gut angepasst. Ah, warte mal, jetzt habe ich das nur... Jetzt muss ich aufladen. Okay, alles klar. Oh. Die Männer, die Frauen. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Untergehen in die Goschen. Voll in die Fresse. Schlitz dich auf. Oh, du reißt mir den Gang. Finde ich geil. Und ich reiß dir die Nüsse raus. Das, was sie eigentlich machen sollte. Hoppala. Mal ein bisschen abhauen hier. Ey, du Trottel. Ey, ist das ein Witz. Bleibt der da hängen und geht nicht weg. Was ist denn das schon wieder für ein Scheißbug? Wieder mal durch einen geilen Bug gestorben. Konnte nicht weiterrennen. Bin an dem Scheiß da hängen geblieben. Geil. Richtig geil, sowas. Wollt ihr unser Herrliche. Blut sehen oder deren Blut? Egal, Hauptsache Blut. Hier gibt es keine Unschuldigen. Halt dich bloß nicht zurück, Bruder. Die tun das sicher auch nicht. Wir Jeder auch nicht. Von uns hier kennt das Risiko. Du hast dich hier schon sehr gut angepasst. Kannst du denn nicht ihre Blicke sehen? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.